Vielen, vielen Dank für die musikalische Umrahmung und den musikalischen Empfang. Bitte noch einmal einen großen Applaus für die Magdalena Nowak an der Geige und den Michael Nowak am Klavier. Vielen, vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Fest- und Ehrengäste, ich darf Sie im vollgefüllten Festsaal ganz, ganz herzlich begrüßen, und zwar zur offiziellen Eröffnungsfeier Neubau, Umbau der HTL Villach. Und ich freue mich sehr, dass Sie sich heute an diesem Freitagnachmittag Zeit genommen haben, ja, diesen Meilenstein der HTL Villach gemeinsam zu feiern. 4 Jahre lang war ja die HTL Villach die größte Schulbaustelle Kärntens. Also das heißt, das ist heute schon auch ein ganz bedeutendes Datum für den Schulstandort. Ich möchte mich Ihnen auch kurz vorstellen. Mein Name ist Martina Clementin, und das ist heute für mich keine Moderation, wie es normal eine Moderation ist, denn bin heute durchaus mit ein bisschen Herzklopfen durch den Eingang geschritten, denn ich habe eine ganz persönliche Verbindung auch zur HTL Villach. Bereits meine Oma, die ja leider schon verstorben ist, Jahrgang 1928, hat als eine der ersten Mädchen die HTL Villach besucht. Mein Papa hat dann auch an der HTL Villach maturiert, und ich habe dann auch diese Tradition fortgesetzt und schlussendlich, ja, auch Gott sei Dank erfolgreich 1996 meine Matura in der Abteilung Hochbau gemacht. Und heute hat es durchaus ein bisschen gekribbelt beim Hereingehen, und ich erinnere mich gerne an die Zeit an dieser Schule zurück. Da ist übrigens auch mein Selbstbewusstseinsmuskel gewachsen, denn wir waren auch noch oder nur 4 Mädchen in der Klasse. Wir haben aber unsere Abteilung ganz gut im Griff gehabt, soweit ich mich zurückerinnern kann. Ja, erfreulicherweise ist auch die Anzahl der Mädchen an der Schule immer stetig gestiegen. Dazu ganz herzliche Gratulation. Und ich glaube, die Schüler und Schülerinnen hier an der HTL, die haben wirklich einen ganz wunderbaren Schulstandort zum Lernen und natürlich die Lehrer und Professoren auch zum Lehren. Und wir werden heute natürlich auch ein bisschen was hören, zum Teil über die lange Geschichte, die die HTL Villach ja bereits hat, die bis ins Jahr 1873 zurückgeht. Darauf werden wir auch gleich in der ersten Rede etwas hören, und der erste Redner des Tages ist natürlich der Herr Direktor, Diplom-Ingenieur Peter Kustacher, den wir mit einem ganz, ganz herzlichen Applaus ans Rednerpult bitten dürfen. Vielen herzlichen Dank auch für die Einladung an dieser Stelle. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in Villach, herzlich willkommen in der HTL Villach. Wenn ich bei der Begrüßungsliste beginne, dann bin ich seit gestern dabei, immer wieder Adaptionen zu machen, aber mittlerweile bin ich mein bester eigener Portfolio-Mensch. Vor allem für mich sehr wichtig, sehr geehrter Minister Bolaschek, ich danke sehr herzlich für Ihr Kommen. Es ist ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber dem Bildungssystem der HTL, und es ist besonders ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber der HTL Villach. Sehr herzlichen Dank und willkommen. In Vertretung des Bürgermeisters von Villach begrüße ich sehr herzlich Frau Vizebürgermeisterin Gerda Sandrisser. In Vertretung des Landeshauptmanns von Kärnten begrüße ich sehr herzlich Herrn Landesrat Daniel Fellner, der auch Bildungsrat ist. Meine unmittelbare Vorgesetzte, die Frau Bildungsdirektorin Isabella Benz, begrüße ich auf das Allerherzlichste. Applaus. Abgeordnete zum Nationalrat Peter Weidinger, herzlich willkommen. Applaus.
Abgeordnete zum Landtag, Frau Ofner, Steintaler, Stefanie, Entschuldige, Stefanie Ofner, herzlich willkommen. Und jüngster und neuester Präsidialleiter der Bildungsdirektion, Peter Reichmann, besonders herzlich willkommen. Begrüße auch den Geschäftsführer der Bundesimmobiliengesellschaft, Herrn Gerald Beck. Meine Begrüßung gilt auch und vor allem den Architekten und Kollegen sozusagen, nachdem ich ja auch selber Architekt bin, Herrn Architekt Gernot Hertel und Christian Spindler. Begrüße auch weitere Damen und Herren des Baumanagements und der Firmen Switelski und der IKK Group, die die Bauleitung hatte. Mein besonderer Dank für die gute Zusammenarbeit und als guter Partner für unsere Bautechnikabteilung in Form des Wohnbaus, des neuen Wohnbaus und der Nachhaltigkeit begrüße ich sehr herzlich den Vorstandsvorsitzenden der Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Meine Heimat, Herrn Helmut Kusternick. Herzlich willkommen auch Obmann der Kärntner Wirtschaftskammer, Bernhard Blasonek. Ich bedanke mich auch für das Kommen der Abteilungsvorstände, der Lehrer und Lehrerinnen, die von uns sehr herzlich eingeladen wurden, und der Schüler und Schülerinnen, die auch eingeladen wurden. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich bedanke mich, dass Sie auch die 4 Jahre Bauzeit on Tour, das heißt, während dem Unterricht war, wurde gebaut. Dafür bedanke ich mich für das Durchhaltevermögen. Das liegt nicht letztendlich bei der BIC für ihre Logistik, die sie hervorragend hier durchgeführt hat. Herzlich willkommen an der HDBLUVA. Meine Damen und Herren, wir sind nicht nur eine HTL, sondern wir haben auch eine akkreditierte Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle hier angegliedert. In weiterer Folge darf ich trotzdem HTL weiter sagen, bitte. Der Zungenbrecher ist zu viel. Die Versuchsanstalt VA ist ein wichtiger Bestandteil des HTL-Wesens, weil sie die Spange zwischen Wirtschaft, Technik und der Bildung prädestiniert darstellt. Heute ist ein besonderer Tag für unsere Schule und der größten Schule im Land mit ca. 1400 Schüler und Schülerinnen und 150 Lehrer und Lehrerinnen und ca. 50 Bediensteten. Besonders meine ich, heute feiern wir einen Meilenstein, so wie die Martina Clementin schon gesagt hat, in der Geschichte der HTL, die seit 1973 besteht und als Fachschnitzerschule mit 7 Schülern begonnen hat. Wenn man sich überlegt, was das Jahr 1872 bedeutet, ich habe selber googeln müssen, dann ist das eine Zeit gewesen, wo Napoleon gegen Preußen gekämpft hat. Also für uns schon sehr, sehr lange und sehr weit weg. 1911 erfolgte die Gründung der Bau- und Kunsthandwerksschule in der Richard-Wagner-Schule. Die Richard-Wagner-Schule ist eine Schule der Stadt Villach und hat bis zu diesem Zeitpunkt als Dependance für die Informationstechnologie mit Schwerpunkt Netzwerktechnik gedient. Die ist ja, und das ist der Grund des Umbaus, hinzugesiedelt worden. Das heißt, wir sind jetzt ein Haus.
Vor 20 Jahren war die erste Planung. Vor 4 Jahren war der Spatenstich. Und heute, sei es gelobt, ist das Endprodukt vor uns und wir können als Team miteinander leben. Die derzeitigen Abteilungen der Bautechnik mit Hoch- und Tiefbau, der Innenarchitektur, der Informatik und der sozusagen heimgekommenen Abteilung der Informationstechnologie mit Medientechnik und weiteren Ausbildungsschwerpunkten. Heute führen wir ein Haus, das neben den einzelnen Abteilungen mit der Tagesschule einer HTL auch zahlreiche Ausbildungszweige beinhaltet und wie zum Beispiel die Abendschule, die Bauhandwerkerschule, also die Erwachsenenbildung, die uns sehr am Herzen liegt, und die Fachschulen. Auf einer Seite bietet der Umbau der thermischen Teilsanierung die Energieeffizienz des Gebäudes sicherstellt. Auf der anderen Seite präsentieren wir uns heute nun als großes gemeinsames Team mit der gesamten Palette unserer technischen Ausbildungsmöglichkeiten. Die Zeit scheint schnell zu vergehen. Von der letzten Planung, also der ersten Planung oder dem ersten Gespräch vor über 20 Jahren, ich glaube, es waren sogar 24, bis zu einer über 4-jährigen Bauphase und werte Festgäste, wir platzen bereits wieder aus allen Nähten. Aufgrund der wunderbaren Anmeldungszahlen müssen wir sagen, hier sind wir offensichtlich Eliteschmiede, was die Palette zwischen Bautechnik und Informationstechnologie und Informatik betrifft, ein Träger der Wirtschaft und eine Zukunft für unsere Jugend. Ich bedanke mich für das Durchhaltevermögen noch einmal bei allen Lehrern und Lehrerinnen, die diese 4 Jahre Bauzeitphase indoor miterlebt haben und durch die Logistik der Bundesimmobiliengesellschaft wunderbar auch über die Bühne gebracht haben. Sehr geehrter Herr Minister, in einem Ihrer Pressestatements, die ich gelesen habe, haben Sie das duale Bildungssystem also die praktische Ausbildung gepaart mit der Fachtheorie. Und dies ist mir sehr wichtig, auch einer grundlegenden, gediegenen Allgemeinbildung als das beste Bildungssystem der Welt tituliert. Und ich dachte, er meint natürlich die HTLs. Ich denke mir, vielleicht haben sich auch ein bisschen an die HTLs gedacht, auch bei der Lehre mit Matura, die wir auch sehr schätzen. Werte Festgäste, ich persönlich bin sehr, sehr stolz, als Schulleiter diesen Tag erleben zu dürfen, weil in dieser Größenordnung eines Umbaus wahrscheinlich eine Schule in Österreich in der nächsten Zeit weniger gestaltet wird und vor allem ein Umbau in dieser Dimension überschaubar ist. Ich freue mich mit diesem Tag, mit Ihnen diesen Tag feiern zu dürfen und bin einfach stolz drauf, dass ich in meiner Ära, die auch zeitgemessen noch 1,5 Jahre ist, als Direktor ist es nicht so, dass man das so einfach hinnimmt, sondern man merkt schon, wenn Wertschätzung vorhanden ist. Wenn die Schüler und Schülerinnen, mögen sie sich auch noch so ändern in ihrer Art und in ihrer Haltung, auch Lehrer und Lehrerinnen. Die Zeit ändert sich, man muss sich anpassen und die Zeit ändert sich, die Lehrer, die Menschen ändern sich, die Haltungen ändern sich. Und ich denke mir,
wir als HTL Villach gehen auf diese Änderungen sehr gut ein. Wir haben ein gutes Backing mit der Bildungsdirektion und deshalb freue ich mich, diesen Tag mit Ihnen feiern zu dürfen. Danke. Herr Direktor, ganz herzlichen Dank für diese Eröffnungsworte. Jetzt gehört die Bühne wieder einer jungen Frau, und zwar der Marie Marcon, die uns jetzt mit ihrer fantastischen Stimme verzaubern wird. Ich möchte um einen Applaus für Sie bitten. Ganz herzlich willkommen, Marie. Sometimes I go out by myself and I look across the water, and I think of all things, what you're doing. In my head I paint a picture, 'cause since I've come on home, well, my body's been a mess, and I've missed your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over, start making a fool out of me? Why don't you come on over, Valerie? Valerie, Valerie, Valerie. Did you have to go to jail? Put your house up on for sale. Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a tan. I hope you found the right man who'll fix it for ya. Are you shopping anywhere? Change the color of your hair, or are you busy? Did you have to pay the fine? You were dodging all the time. Are you still dizzy? 'Cause since I've come on home, well, my body's been a mess, and I've missed your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over, start making a fool out of me? Sometimes I go out by myself and I look across the water, and I think of all things, what you're doing. In my head I paint a picture, 'cause since I've come on home, well, my body's been a mess, and I've missed your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over, start making a fool out of me? Why don't you come on over, Valerie? Valerie, Valerie, Valerie. Why don't you come on over? Herzlichen Dank. Großen Applaus noch einmal für die Marie Marcon mit Valerie. Vielen, vielen Dank. Wir haben also heute musikalisch auch ein großartiges Programm bei dieser Eröffnungsfeier vorbereitet, und die Schüler und Schülerinnen der HTL Villach, die haben auch ganz andere Talente noch, die sie auf der Bühne beweisen werden. Das ist auch noch Teil unserer heutigen Eröffnungsfeier. Ja, wenn man so zurückblickt und wir gerade gehört haben, 4 Jahre lang war das die größte Schulbaustelle Kärntens, dann wissen wir, dass diese 4 Jahre in eine Zeit gefallen sind, die nicht unbedingt einfach waren. Erstens einmal die Corona-Zeit,
Zeit, dann zu dieser Zeit auch viele Lieferengpässe. Man kann sich also vorstellen, mit welchen Schwierigkeiten man hier vielleicht auch auf der Baustelle hat kämpfen müssen. Vielleicht gibt er uns oder er wird uns vielleicht einen Einblick genau auch darauf geben, beziehungsweise auf das, was alles neu gemacht worden ist. Ich darf den Geschäftsführer der Bundesimmobiliengesellschaft, Herrn Diplom-Ingenieur Gerald Beck, um seine Ausführungen bitten und mit einem herzlichen Applaus auf der Bühne begrüßen. Sehr geehrter Herr Bundesminister, sehr geehrte Ehrengäste, sehr geehrte Festgäste. Für mich ist es eine großartige Sache, hier zu stehen. Erstens einmal, weil ich erst seit kurzem Geschäftsführer der Bundesimmobiliengesellschaft bin und ich in meinem bisherigen beruflichen Umfeld sehr viel zu tun hatte. Und die Krönung dieser beruflichen Tätigkeit ist natürlich die Eröffnung einer Schule. Insbesondere einer Schule, wie wir sie hier vorfinden, weil eine HTL, die über 4 Jahre lang renoviert, umgebaut wurde, saniert wurde, in eine moderne Zukunft geführt wurde, ist etwas, worauf man stolz sein kann und worauf auch wir als Bundesimmobiliengesellschaft sehr stolz sind. Wir betreuen in ganz Österreich fast 2000 Immobilien, das ist nicht wenig. Wir haben natürlich große Erfahrungswerte, die wir mitbringen. Und was ich auch in der kurzen Zeit, wo ich hier sein darf, mitbekommen habe, ist, dass natürlich Räume Menschen prägen und Menschen auch mit ein Stück verändern. Und deswegen ist es eine unheimlich wichtige Aufgabe als Bundesimmobiliengesellschaft, in dieser Prägung und in der Weiterentwicklung von Menschen aktiv tätig zu sein, um das Beste aus dem zu machen, was wir unseren Schülerinnen und Schülern, aber auch dem Lehrerkollegium zur Verfügung stellen können, um eine großartige und produktive Umwelt zu schaffen, Umgebung zu schaffen, in der Lernen Freude macht, in der Lernen einfach etwas ist, was man tagtäglich gerne und mit großem Herzblut macht. Wir haben es geschafft, ohne einen weiteren Zubau diese Sanierung durchzuführen. Das ist deswegen sehr wichtig, weil Nachhaltigkeitsaspekte in unserem Handeln immer mehr Raum und Rolle zwangsläufig einnehmen müssen. Wir wissen, dass die Bauwirtschaft oder die Immobilienwirtschaft für 40% der CO2-Ausstöße weltweit verantwortlich ist. Das heißt, jede Maßnahme, die ergriffen werden kann, um diesen CO2-Ausstoß zu reduzieren, ist wichtig und ist zukunftsweisend. Und da ist es auch entscheidend, nicht abzubrechen und komplett neu zu bauen oder gar grüne Flächen, also Boden, neu zu versiegeln, sondern da ist es wichtig, in Dimensionen der Sanierung, der Bestandssanierung zu denken und zu handeln. Und je schneller wir dieses Thema angehen, desto eher werden wir es auch schaffen, unseren CO2-Pfad, der uns von der EU und von unserer Bundesregierung vorgegeben ist, auch zu erreichen. Und wir als Bundesimmobiliengesellschaft haben hier natürlich eine ganz wesentliche Rolle, die wir auch sehr ernsthaft wahrnehmen, da wir bis zum Jahre 2040 ein Dekarbonisierungsbudget von 2 Milliarden Euro auf den Weg gebracht haben, das wir jetzt schrittweise abarbeiten. Und auch hier sind schon einige Dekarbonisierungsschritte gesetzt worden, auf die wir mit Recht sehr stolz sein können. Herr Direktor hat es bereits erwähnt, die Integration des Richard-Wagner-Schule hier in diesen Standort war ein ganz, ganz wesentlicher Schritt, auch eigentlich der Auslöser für die Überlegungen, die hier getroffen wurden. Und die Integration dieser Lehreinheit in diesen Standort ist über die Erweiterung der Kellerflächen ermöglicht worden. Auch das ganz wichtig. Nichts Zusätzliches, Bestand nutzen, Bestand erweitern, Bestand besser benutzen, das ist etwas, was die Zukunft auch ist. Und dadurch, dass das mit Tageslicht ermöglicht wurde, durch sicherlich einige heftigere Baumaßnahmen, das ist zugegebenermaßen der Fall gewesen, aber ist es möglich gewesen, diese Kellerräume besser als bisher zu nutzen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Von der Architektur her, muss man sagen, ist es auch ein gelungenes Werk geworden, weil Räume zu schaffen, wo Begegnungszonen sind, wo Kommunikation ermöglicht wird, wo man miteinander lebt und arbeitet, ist enorm wichtig und dazu bedarf es einer ausgesprochen cleveren und intelligenten Architektur,
die hier verwirklicht werden konnten. Und allein der Eingang, muss ich sagen, ist schon etwas sehr, sehr Beeindruckendes und auch prägend. Und ich glaube, dieses Bild, wenn man bei Ihrem Haupteingang hereinkommt, das ist etwas, was ein echtes Identifikationsmerkmal ist, wo man sagt, das ist die HTL Villach. Und nach meinem Geschmack ist das extrem gut gelungen und ich kann auch nur den Architekten vom Architekturbüro Hertel danken und gratulieren, weil ich finde, es ist etwas, was auch ein Stück Baukultur ist, ein Thema, das uns als Bundesimmobiliengesellschaft besonders wichtig ist. Wir haben es kurz gehört, Herausforderungen, Herr Direktor hat es angesprochen und an dieser Stelle von meiner Seite, ich weiß, es ist wahnsinnig mühsam im Bestand zu sanieren, weil alle Nutzer, die hier im Gebäude verblieben sind, Unheimliches erleiden und erdulden mussten, logistisch immer auch für uns eine Riesenherausforderung bestanden hatte. Aber was ich schon gespürt habe und auch gehört habe, ist, dass dieser partnerschaftliche Zugang, dass man Verständnis für den anderen hat, dass man Verständnis dafür hat, dass halt manchmal keine Schularbeit stattfinden kann oder dass man logistisch alles Mögliche auf die Reihe bringen muss, damit das überhaupt bewerkstelligt werden kann, dass das gut funktioniert hat. Und diese Partnerschaft ist etwas, was unheimlich wichtig ist für uns als BIC, aber auch für unsere alle Nutzer, weil wir hören auch sehr genau hin und versuchen natürlich auch den Umbau oder Umbauperioden so friktionsfrei wie möglich zu gestalten. Nachhaltigkeit, ich habe es kurz angesprochen, neben der Sanierung ist natürlich die Nachhaltigkeit ein Megathema und Metathema, das uns begleitet. Wir haben ja hier eine PV-Anlage mit 168 Kilowatt Peak installiert. Ich glaube, es wird vielleicht auch noch das eine oder andere Element geben, das wir noch irgendwo dazu machen können. Und was ich ja noch nicht gehört hatte, was der Herr Direktor vorher gesagt hat, stimmt mich ja zuversichtlich, dass wir zwar für heute jetzt einmal fertig sind, aber wenn Sie schon aus allen Nähten platzen, ja, dann werden wir bereits die nächsten Planungen in Aussicht nehmen und im nächsten Schulentwicklungsplan wird es vielleicht das eine oder andere Thema geben, das man noch einmal besprechen muss, weil natürlich eine HTL schon eine ganz, ganz außergewöhnliche Lehreinrichtung ist. MINT-Fächer sind bekanntermaßen unterrepräsentiert und je mehr wir davon zur Verfügung stellen und je mehr Anreize wir schaffen, dass diese Fächer auch gerne gelernt werden, umso besser ist es für unsere Wirtschaft, umso besser ist es für unsere Gesellschaft, umso besser ist es für unsere Zukunft. Das Thema Nachhaltigkeit wird ohne technisches Know-how nicht funktionieren und je mehr Menschen daran arbeiten, umso besser. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch etwas sehr Nettes sagen, was mir heute aufgefallen ist. Ich habe Ihre Homepage angeschaut und da steht, wir gehen mit unseren Schülerinnen und Schülern so um, wie wir es in der Wirtschaft gewöhnt sind. Kollegial, auf Augenhöhe und auf Leistung bedacht. Und wie ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, das ist eigentlich der Kern dessen, was Schule und Lernen fürs Leben ausmacht. Und wenn man es schafft, kollegial und auf Augenhöhe miteinander umzugehen, dann heißt das für mich, dass es hier in dieser Schule ein hohes Maß an gegenseitiger Wertschätzung gibt. Und diese Wertschätzung ist der Treibstoff, der mehr ermöglicht, als wir uns alle vorstellen können. Ich sage immer, man kann auch schwierige Dinge einem anderen Menschen sagen, aber man muss ihm wertschätzend sagen. Die guten Dinge wertschätzend rüberzubringen ist einfacher, zugegebenermaßen, aber das Element der Wertschätzung ist enorm wichtig. Und Wertschätzung ist natürlich auch Beziehungsarbeit, weil Beziehungsarbeit zur Wertschätzung zwangsläufig dazugehört. Und um das zu ermöglichen, bedarf es auch dieser Räume. Und für diese Räume, wir haben hier unseren Claim mit Raum für Zukunft als BIC gewählt. Wir haben aber auch den Claim Raum für die Bildung. Und diese Räume schaffen wir und sind stolz darauf, sie schaffen zu können, um sie für Sie dazu zu verwenden, dass wir neue Wege beschreiten, dass wir uns entwickeln, dass wir uns verändern. Und wie wir das heute bei der Inauguration der Rektorin der Medizin-Uni Graz gehört haben, vom Vizerektor für Internationalisierung, dass wir es vielleicht schaffen, eine Fülle an Pioneering Minds auch aus dieser Schule
für die Zukunft von uns zu bekommen. Glück auf, alles Gute und herzlichen Dank. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Ausführungen an den Herrn Diplom-Ingenieur Beck und auch die inspirierenden Gedanken, die wir gerade auch hingerichtet auf die Zukunft gehört haben. Wir freuen uns jetzt wieder und zwar auf die Magdalena Nowak an der Geige und ich glaube, passend jetzt auch zu diesem Statement passt der Musiktitel Viva la Vida. Es lebe das Leben. Herzlichen Dank an euch beide, an die Magdalena Nowak und den Michael Nowak. Das ist ein echtes Vergnügen, euch zuzuhören. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ihr bereichert unsere Eröffnungsfeier sehr. Sie ist heute schon einmal als Chefin vom Herrn Direktor angesprochen worden und ich darf Sie als nächstes als Rednerin auf die Bühne bitten. Mit einem Applaus die Bildungsdirektorin Magister Isabella Benz. Ganz herzlich willkommen an der HTL Villach. Ja, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrter Präsident der Bildungsdirektion, Herr Landesrat, sehr geehrter Direktor, sehr geehrte Ehrengäste, aber vor allem liebe Pädagoginnen und Pädagogen und Schüler und Schülerinnen der HTL Villach. Zunächst möchte ich mich bedanken. Ich möchte mich beim Ministerium bedanken, aber auch bei der BIK Österreich, aber auch vor allem bei der BIK Kärnten für die gute Zusammenarbeit und dass dieser wunderbare Bau hier das Ende gefunden hat, sozusagen jetzt mit dieser Eröffnung die Bauphase das Ende gefunden hat. Und es ist wirklich, wir können alle stolz sein. Das Ministerium, die BIK, nimmt ja sehr, sehr viel Geld in die Hand derzeit in Kärnten. Wir haben vor wenigen Wochen oder vor einem Monat eine andere HTL eröffnet, die Sanierung, und heute die größte Schule Kärntens.
und das erfüllt uns wirklich mit Stolz. Es ist nicht nur die größte Schule, es ist auch sozusagen eine der turbulentesten Schule meiner Zeit, muss ich sagen. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich das erste Mal den Herrn Direktor hier besucht habe in seinem Container, in einem Büro, bewacht von einem Hund. Und es war wirklich, also es war dreckig, es war staubig, es war laut. Und ich habe wirklich auch damals meine ganze Bewunderung an das ganze Team gehabt, das unter solchen Bedingungen neben Covid, neben all den anderen Herausforderungen, gearbeitet werden kann und unterrichtet werden kann. Und es ist ja heute die Berufsbildung schon genannt worden. Die HTLs sind die Königsklasse im Bildungssystem, das wird es auch immer genannt. Die Berufsbildung im Allgemeinen macht uns stolz hier in Kärnten und deshalb auch ein ganzes großes Dankeschön an das gesamte Team, das für Kärnten diese großartigen Ausbildungen in den einzelnen Fachrichtungen sozusagen den Schülerinnen und Schülern darbringt. Aber das schönste Gebäude ist zum einen natürlich der dritte Ort, der Lernort, moderne Pädagogik, was auch alles hier geboten werden kann, aber es sind letztendlich die Menschen, es sind die Lehrkräfte, die Pädagogik, die hier passiert und es ist von Wertschätzung gesprochen worden und eine dieser Wertschätzung ist es, wenn ich hier hereinkomme, ist der Lichtschacht. Der Herr Direktor und ich gehen dann, das ist jetzt schon ein paar Mal gewesen, gehen dann immer hinher und schauen uns die Vögeln an. Es nisten tatsächlich Vögel an da drinnen im Lichtschacht und es zeigt so sehr, wie vielfältig Schule ist. Es ist zum einen der Hund vom Container, sind die Vögel, die da nisten, aber es sind auch die gesamten pädagogischen Probleme und Herausforderungen, die wir tagtäglich haben. Und letztendlich ist das aber jetzt das Schuljahr zu Ende und wir können alle stolz sein. Es ist alles gut gegangen. Wir haben, glaube ich, alle Herausforderungen auch dieser Schule gut gemeistert. Wir kommen von Woche zu Woche auch in ein ruhigeres Gewässer. Und nachdem ja wirklich in wenigen Wochen die Ferien sind, möchte ich noch einmal meinen großen Dank an allen aussprechen. Und danke für dieses großartige Jahr. Danke, Herr Direktor, für alles, was Sie hier leisten und Ihr gesamtes Team, auch Herr Alberer. Und ich wünsche allen jetzt schon gute Erholung und meine große Wertschätzung an alle. Danke. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Und jetzt, meine Damen und Herren, beweisen die Schüler und Schülerinnen der HTL Villach auch ihr kreatives Talent in vielleicht anderlei Hinsicht, als es die Ausbildung in der Schule vermuten lässt. Der Verein Theater an der HTL wurde 2008 gegründet und zwar mit dem Ziel, Kunst und Kultur an der HTL Villach besonders zu fördern. Insbesondere sollten laut Statuten die künstlerischen Sparten darstellendes Spiel und szenischer Raum gefördert und als fixer Bestandteil des Schullebens an der HTL etabliert werden. Die erste Premiere ist dann erfolgt im Jahr 2009 und die Schüler und Schülerinnen haben ihre kreativen Fähigkeiten wirklich schon mehrfach auf der Bühne bewiesen und das Publikum begeistert. Und mit welcher Begeisterung und mit welchem schauspielerischen Können sie da bei der Sache sind, davon können wir uns jetzt ein Bild machen, denn wir sehen jetzt einen Auszug aus dem neuesten Stück Weltuntergang. Bitte um einen großen Applaus für den Auftritt der Theatergruppe Lichterloh.
Das Benehmen der Erde ist seit kurzer Zeit, also seit ungefähr 10.000 Erdjahren, sehr merkwürdig. Auch ihr Gesicht hat sich sonderbar verändert. Sie antwortet auf keiner meiner interplanetarischen Anrufe. Irgendeine Krankheit oder Sorge scheint sie ganz zu beanspruchen. Das dürfte auch der Grund sein, warum sie die Sphärenharmonie stört. Sie vollendet ihre vorgeschriebenen Kreise nicht im vorgeschriebenen Donnergang. Sie sticht von der Vollkommenheit der Schöpfung ab. Kurz, sie stört die Sphärenharmonie. Der Kosmos tobt. Komet Konrad wurde von der Sonne losgeschickt, um die kranke Erde von den Menschen zu erlösen. Bist du ja? Ja, sagen Sie einmal, was ist Ihnen eingefallen? Da stehen wir hier, glauben, jeden Moment kommt's. Chimpum. Da stoppt der feine Herr Konrad lumpigen 2000 Kilometer vor dem Ziel ab. Dorkel, dreimal um die Erde herum. Dreht sich um. Und flattert schön gemütlich wieder zurück. Verantworten Sie sich, Sie Unglückskomet. Ach was, er hat einfach nur Angst gehabt. Verzeihen Sie, aber ich muss ihm in Schutz nehmen. Er hat sich gedacht, ein Zusammenprall mit der Erde ist eh überflüssig. Die Menschen rotten einander sowieso über kurz und lang selber aus. Warum glauben Sie das? Ich habe so meine Beobachtungen gemacht. Na, stimmt's, Herr Konrad? Nein! Also warum Himmelsfixsternelement haben Sie dann die Erde verschont? Ich habe sie beim Näherkommen ein bisschen kennengelernt. Und? Und ich habe mich in sie verliebt. Verliebt? Ja, verliebt. Meine Erde. Denn nahe, viel näher als sie es begreift, habe ich die Erde gesehen. Ich sah sie von goldenen Saaten umreift, von Schatten des Bombenflugzeuges gestreift und erfüllt von Maschinengedröhn. Ich sah sie von Radiosendern bespickt, die Waffenwellen von Lüge und Hass. Ich sah sie verlaust, verarmt und beglückt, in Reichtum ohne Maß. Voll Hunger und voll Brot ist diese Erde. Voll Leben und voll Tod ist diese Erde. In Armut und in Reichtum grenzenlos. Voll Schönheit, hell umflammt ist diese Erde. Und ihre Zukunft ist herrlich und groß. Denn nahe, viel näher als ihr es begreift, steht uns die Zukunft bevor. Ich sah, wie sie zwischen den Saaten schon reift, vom Schatten, vom Antlitz der Erde gestreift und greift zu den Sternen empor. Ich weiß, dass von Sender zu Sender bald fliegt die Nachricht vom Tag, an dem die Erde genas. Und dann fliegt sie wieder, befreit und beglückt, in Reichtum ohne Maß. Voll Hunger und voll Brot ist diese Erde. Voll Leben und voll Tod ist diese Erde. In Armut und in Reichtum grenzenlos. Voll Schönheit, hell umflammt ist diese Erde. Und ihre Zukunft ist herrlich und groß. Aus dem neuesten Stück Weltuntergang, die Theatergruppe Lichterloh mit India Fabian,
Daniela, Haris, Hanna und Marie, das ist nochmal euer Applaus. Vielen, vielen herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Toller, großartiger Auftritt. Ja, wir sehen also, wie kreativ auch auf der Bühne die Schüler und Schülerinnen der HTL sind. Da kann man wirklich nur gratulieren, dass das an dieser Schule auch möglich ist. Und wir schauen jetzt zur Frau Vizebürgermeister Gerda Sandreser. Sie ist nämlich die Nächste, die wir auf die Bühne bitten dürfen, ebenfalls mit einem ganz großen Applaus. Herzlich willkommen, Frau Vizebürgermeister. Geschätzte Fest- und Ehrengäste, vor allem aber liebe Professorinnen und Professoren und Studierende. Ich möchte den Herrn Direktor unterstützen, nämlich 24 Jahre. Vor 24 Jahren war der erste Plan im Konferenzzimmer am Tisch zum Umbau dieser Schule. Und heute feiern wir die Fertigstellung, die Neugestaltung der HTL, Villach, der größten Schule Kärntens. Und dieses millionenschwere Umbauprojekt ist ein klares Bekenntnis zur Bildung und Zukunft unserer Jugend. Die HTL steht mit ihren unterschiedlichen Ausbildungszweigen und dem breiten Angebot nicht nur für höchste Bildungsstandards, sondern auch für eine enge und fruchtbare Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Als echte Eliteschmiede für engagierte Fachkräfte in der IT- und Baubranche hat sie sich einen Namen gemacht und ist unverzichtbare Partnerin auch für uns in der Stadt Villach. Und dank der umfassenden Modernisierung finden die Schülerinnen und Schüler jetzt noch bessere Lernbedingungen und werden optimal auf ihre Anforderungen der modernen Arbeitswelt vorbereitet. Die Stadt Villach, wir sind stolz auf die jahrelange, stets sehr, sehr gute Zusammenarbeit bei den verschiedensten Projekten. In einem so modernen Umfeld, wie es jetzt geschaffen wurde, können junge Talente nur noch besser gefördert und auch gefordert werden. Ich wünsche daher der HTL Villach, dem gesamten Lehrerteam und allen Studierenden alles, alles Gute für ihre Zukunft in diesen neuen Räumlichkeiten. Und ich bin überzeugt, dass sie auch weiterhin eine wichtige Rolle als Eliteschmiede für bestens ausgebildete Schülerinnen spielen wird. Möge dieser neue Abschnitt den Weg für viele, viele weitere Jahre ebnen. Die Frau Bildungsdirektorin, ich möchte mich auch in diesem Reigen des Dankes einreihen, denn es war sicherlich keine leichte Zeit, 4 Jahre lang in Container zu arbeiten, zu lehren, dem Schüler, wie wir es gehört haben, mit Respekt auf Augenhöhe zu begegnen. Daher möchte ich Danke sagen. Danke an dich, geschätzter Herr Direktor, deinem gesamten Lehrerteam und vor allem den Studierenden, dass sie es ausgehalten haben. Aber heute, denke ich, ist ein Tag, an dem wir sagen können, wir feiern, sie haben sich das alle verdient. Ganz herzlichen Dank an die Frau Vizebürgermeister. Ich darf damit auch um einen herzlichen Applaus für den Herrn Landesrat Daniel Fellner bitten, den ich als nächsten Festredner, Redner auf die Bühne bitten darf. Herzlich willkommen, Herr Landesrat. Vielleicht darf ich das auch rausnehmen, so wie die Frau Bildungsdirektorin, weil ich würde auch gerne, ja, vielen, vielen Dank. Der Herr Direktor hat gesagt, die Menschen ändern sich, die Zeiten ändern sich, und auf das möchte ich ein bisschen eingehen, weil die Isabella kennt die Geschichte, ich habe sie ihr schon einmal erzählt. Ich habe einmal
tolles Erlebnis gehabt, nach meiner Schulzeit in der HTL Wolfsberg, also Königsklasse. Ich habe die HTL-Zeit übrigens so genossen, dass ich die Sechsjährige gewählt habe. habe ich meinen Lehrern bei der Matura versprechen müssen, dass ich mit der Technik am besten nichts tun sollte. Und habe dann beruflich beim Roten Kreuz begonnen. Und in dieser Zeit ist dann etwas passiert, das ich wahnsinnig gern erzähle. Ich habe da jemanden kennengelernt, einen richtig, richtig erfolgreichen Manager, also einen Millionär. Und ich habe den regelmäßig, weil er sehr, sehr schwer krank war, ins Krankenhaus Klagenfurt fahren dürfen. Und er hat mir dann immer erzählt, was er alles gemacht hat. Er hat eine Gärtnerei gehabt in Deutschland, hat die aufgebaut zur größten Gärtnerei Deutschlands. Wie sie dann die größte Gärtnerei war, hat er sie verkauft. Wollte er nicht mehr. Hat dann in Afrika Diamantenmine gekauft und hat dort wahnsinnig viel erlebt. Und ich habe ihn dann einmal gefragt, wie macht man das eigentlich? Wie wird man so erfolgreich? Wie kann man so erleben, wie Sie es gelebt haben? Wie geht das? Bitte geben Sie mir da einen Tipp. Und der hat dann zu mir gesagt, Herr Feldner, wenn Sie weiterkommen wollen, dann müssen Sie sich bewegen. Und ich dachte, na super. Aber er hat so recht gehabt. Ich hätte immer können im Rettungswagen zum Einsatz fahren und wieder retour, wenn ich nicht irgendwann einmal den nächsten Schritt gemacht hätte. Und wieder einen Schritt. Die Zeiten ändern sich und die Menschen ändern sich auch. Und genauso ist es beim Bauen, genauso ist es in der Politik. Wenn wir Konflikte haben, ich muss mich verändern, ich muss meine Position vielleicht einmal verändern, damit wir uns dann näher kommen können und sagen, jetzt machen wir das gemeinsam. Überall ist es Veränderung, überall ist es die Bewegung. Und genauso ist es beim Bau auch. Ein Schulgebäude im 19. Jahrhundert hat ganz anders ausgeschaut als ein Schulgebäude im 20. Jahrhundert. Und das Schulgebäude heute schaut wieder ganz anders aus. Und das ist diese Veränderung, die wir alle miteinander durchmachen müssen, mitmachen müssen und offen sein für diese Bewegung und für diese Veränderung. Genau das, was du vorhin angesprochen hast. Und ich glaube, wir sind uns einig in der ersten Reihe und wahrscheinlich auch ganz hinter bis zur letzten. Das Schulgebäude ist nur eine Hülle. Oder ich sage gerne, das ist eine Kiste. Wird der Architekt vielleicht gefreut haben. Aber das Schulgebäude ist eine Kiste. Zur Schatzkiste machen es die Menschen, die darin arbeiten, Menschen, die darin sich ausbilden lassen. Und deshalb wünsche ich Ihnen viel, 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 viel Freude mit dieser Schule. Mögen Sie immer so hereingehen, wie ich es heute auch bin, nämlich mit einem Lächeln und mit einer Bewunderung und einem Stolz, wieder eine HTL betreten zu dürfen. Übrigens ist die Außenfarbe, die hat sich nicht verändert. Gell? Die ist immer gleich, kommen wir vor in Wolfsberg gleich, wie in Villach. Also man weiß schon, jetzt kommt bei HTL. Vielen, vielen Dank. Da haben der Daniel Fellner und ich scheinbar auch was gemeinsam. Wir haben sie auch empfohlen, bitte irgendwas anderes machen. Man wird Politiker oder Moderatorin, gell? Gut. Wir haben jetzt musikalisch auch noch einen weiteren Leckerbissen für Sie vorbereitet. Und zwar darf ich jetzt ganz herzlich den Hohnturner Burschengesang unter der Leitung vom Manuel Wiegele begrüßen, die uns jetzt auch etwas vorbereitet haben. Bitte um einen ganz, ganz großen Applaus. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Born in unten in der Schied,
bei der Nachtwind jeden Tritt und die Geile wirkt im Traum. Da bin ich da am Trierichuljo, da bin ich. Ist die Grenz nicht weit vom Gut, oft schon herrscht auf fremdes Wut, denn der Tausch hat die mit Kahn, bin beim Turm da am Trierichuljo, bin beim Turm da. Der Hohenturner Burschengesang, ganz, ganz herzlichen Dank an euch. Der Herr Direktor hat es in seinen Begrüßungsworten schon angesprochen, seine Anwesenheit zeigt die Wertschätzung gegenüber dem Bildungssystem HTL und besonders gegenüber der HTL Villach. Und deswegen herzlichen Dank, willkommen in Villach und ich darf Sie auf die Bühne bitten. Bitte einen großen Applaus für Bildungsminister Dr. Martin Polaschek. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, geschätzte Festgäste, aber vor allem liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier aus der Schule und in erster Linie natürlich liebe Schülerinnen und Schüler. Es ist auch für mich als Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung etwas Besonderes, bei einer Schuleröffnung dabei zu sein. Und ich freue mich deshalb sehr, dass ich heute hier dabei sein darf und zu Ihnen anlässlich dieser Eröffnung sprechen darf. Ich bin mindestens einen Tag in der Woche in ganz Österreich in Schulen und Forschungseinrichtungen unterwegs und habe wirklich die Freude, auch verschiedenste Schulen besuchen zu dürfen. Und die Freude, die der Herr Landesrat angesprochen hat, die erlebe ich eigentlich fast immer. Die Freude ist deshalb da, weil die Menschen, die in unseren Bildungseinrichtungen arbeiten, ihren Job gerne machen. Sie sind weitestgehend gerne Lehrerinnen und Lehrer. Und die Schülerinnen und Schüler gehen vielleicht nicht jeden Tag gerne in die Schule. Das mag schon sein, das ist uns auch so gegangen. Aber im Großen und Ganzen habe ich den Eindruck, dass Ihnen sehr wohl auch bewusst ist, wie besonders es auch ist, Bildung auf diese Art und Weise und in dieser hohen Qualität genießen zu dürfen. Und es ist uns, glaube ich, gar nicht selber so wirklich bewusst, wie das in unserem Land läuft. Ich habe vor ungefähr 3 Monaten den Spatenstich für eine Auslandsschule machen dürfen. Österreich wird wiederum nach langer Zeit eine Auslandsschule in der Republik Moldau bauen. Und die Idee dieser Schule ist, dass junge Leute in der Republik Moldau dort nach österreichischem Lehrplan unterrichtet werden, sowohl auf Deutsch als auch auf Moldawisch, und mit ihrem Schulabschluss sowohl die Möglichkeit haben, in ihrem Heimatland, aber auch in Österreich vielleicht zu studieren. Aber sie haben auch einen Abschluss, der auch bei uns anerkannt wird. Und was brauchen wir dort für Schule? Eine HTL. Und beim Spatenstich sage ich auch zu meinem Amtskollegen, dass das schon etwas Besonderes ist, so ein Spatenstich. Und es mich immer wieder mit Freude erfüllt. Und dann sagt er so auf Englisch, ja, wie oft hast du das? Und ich sage, naja, so alle 2 Monate haben wir schon irgendwo im Forschungs- und Schulbereich einen mehr oder minder kleinen oder großen Spatenstich. Und dann schaut er mich so an und sagt, okay. Und dann schaut so, als ob ich ihn anlüge. Und ich schaue ihn an und frage, was kommt jetzt? Und dann sagt er, wir haben das letzte Mal vor über 10 Jahren eine neue Schule gebaut. Weil das Land klein ist, die jungen Leute gehen weg, das Land ist nicht sehr reich. Und wir in Österreich, vor allem gemeinsam mit der BIK, wir verbauen jedes Jahr
Millionen, zig Millionen von Euro in Schulen und in Forschungseinrichtungen. Und wenn Sie, lieber Herr Direktor, gemeint haben, wäre vielleicht gut, darüber nachzudenken, ob man sich räumlich erweitern möchte, würde ich sagen, werden wir uns anschauen. Wir werden es in die Liste nehmen, wenn der Bedarf da ist. Es gibt das Schulentwicklungsprogramm, in dem immer wieder neu aufgenommen wird, wo es Bedarf gibt für Neubauten oder für Erweiterungen oder Umbauten. Und entsprechend rollierend fließt ständig Geld in den SHAPE hinein. Und wir bauen praktisch ständig. Und so wie sich die Bevölkerung entwickelt, wie sich der Bedarf nach Bildungseinrichtungen und nach Forschungseinrichtungen entwickelt, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir damit aufhören werden. Und ich bin mir sicher, dass früher oder später auch hier Politikerinnen und Politiker, Schülerinnen und Schüler, Architektinnen und Architekten und so weiter nach uns hier wieder stehen werden, hier einen Spatenstich machen werden und hier wieder auch einen Zubau vielleicht oder einen Neubau eröffnen. Das ist klar, denn Bildung ist immer in Bewegung und auch deshalb brauchen wir immer wieder moderne und neue Schulbauten. Und wir bauen natürlich gerade auch gerne im dualen System, weil natürlich gerade auch die berufsbildenden höheren Schulen, die HTLs, die HAGs, ein ganz, ganz wichtiger Zweig unseres Bildungssystems sind. Und das sind wirkliche Vorzeigemodelle. Und unser generell, ja, allgemein unser duales Bildungssystem stößt weltweit auf Interesse. Es ist noch nicht so lange her, dass der griechische Bildungsminister hier in Österreich war, um in dem Fall sich Berufsschulen anzuschauen, weil ihn das gerade besonders interessiert. Aber ich werde auch immer wieder von Kolleginnen und Kollegen auf europäischer Ebene nicht zuletzt auch auf HTLs angesprochen, weil MINT-Fächer in ganz Europa wichtig sind, weil wir in ganz Europa und darüber hinaus junge Leute brauchen, die gerade in den Naturwissenschaften, in der Informatik, in der Technik Kompetenzen haben. Wir brauchen sie als Arbeitskräfte in den Betrieben draußen und wir brauchen sie auch, damit sie entsprechend studieren und sich fort- und weiterbilden, um selber mal höhere Positionen wahrnehmen zu können und um alle miteinander vielleicht auch selber mal entsprechend Unternehmen gründen zu können. Und gerade wenn man sich die Schwerpunkte dieser HTL anschaut, dann bilden sie ganz gut das ab, was wir in unserem Land brauchen, in welche Richtung hin sich auch die Wirtschaft entwickelt. Und wir brauchen auch entsprechend gut ausgebildete junge Menschen, weil sie sind die Zukunft unseres Landes. Mit ihrer Kreativität, mit ihrem Können, mit ihrem Wissen, mit ihren Fähigkeiten. Vielleicht auch, ich darf deine Geschichte, lieber Landesrat, aufnehmen, vielleicht auch mit ihrem Unternehmergeist, dass sie selber neue Unternehmen gründen. Und es ist unsere Aufgabe, insbesondere natürlich in der Bildungspolitik, den jungen Menschen all diese Möglichkeiten zu geben. Den jungen Menschen die Bandbreite zu zeigen, was es an Chancen und Möglichkeiten gibt. Verschiedenste Arten der Schulen, die sie besuchen können, mit verschiedenen Zweigen. Dann vielleicht verschiedenste Arten, Berufe zu ergreifen, sei es über eine Lehre und einen Meistertitel, sei es über ein Hochschulstudium oder über einen ganz anderen Weg. Das, was wir tun müssen, ist zu investieren in die Zukunft, in die Bildung, damit die jungen Menschen diese Möglichkeiten haben. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir den entsprechenden Raum schaffen. Und ich möchte mich auch sehr bei den Architekten bedanken und ihnen herzlich gratulieren zu diesem wunderschönen Raum und praktischen und gut verwendbaren Raum, den sie gestaltet haben. Denn die Schule ist ein Arbeitsplatz. Sie ist ein Arbeitsplatz für die Lehrerinnen und Lehrer, aber auch für die Schülerinnen und Schüler. Aber sie ist auch ein Zukunftsplatz. Schulen sind Kompetenzzentren. Sie sind Bildungs- und Entwicklungsräume. Aber sie sind auch Safe Room für unsere Schülerinnen und Schüler. Und sie sind auch Raum für Kreativität, Raum für Freude, Raum für Spaß, auch die eigenen Fähigkeiten auszuloten und kennenzulernen. Und das, was wir heute an Kreativität erleben durften, ist wirklich auch sehr beeindruckend und freut mich auch. Und ich werde das auch wieder in meinen Arbeitsalltag
mit hinausnehmen. Und wir bauen nicht nur neue Schulen, sondern, es ist auch bereits angesprochen worden, die Nachhaltigkeit ist uns wichtig. Wir bauen um, wir bauen zu und wir bauen natürlich auch nachhaltig, was Ressourcenschonung angeht und was Energie angeht. Und Sie wissen vielleicht, ich habe ja als Bildungsminister die Initiative Energiebewusst gestartet, weil es mir wichtig ist, dass unsere Schülerinnen und Schüler bereits lernen, verantwortungsvoll mit unseren Ressourcen umzugehen und dass sie es nicht nur lernen als trockenen Unterricht, sondern dass sie es auch leben. Dass natürlich auch der Bildungsbereich das seine dazu beiträgt, Energie zu sparen, Ressourcen bewusst einzusetzen. Und gerade in einer solchen Schule, wo die Heizungsanlage modernisiert worden ist, wo die Fassadenelemente erneuert worden sind, wo bei Fenstern entsprechend Anpassungen vorgenommen wurde, die Beleuchtung wurde getauscht, Photovoltaik ist auf dem Dach gebaut worden. All das sind ganz, ganz wichtige Elemente, um auch die Schulen als Paradebeispiele für Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit zu installieren. Wie gesagt, dafür nehmen wir viel Geld in die Hand. Alleine hier waren es ungefähr 28 Millionen Euro, weil ich denke, dass es wichtig ist, dass Österreichs Schulen nicht nur pädagogisch, sondern auch bautechnisch auf dem höchsten Stand sind. Und ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute jetzt dieses Gebäude sozusagen offiziell übergeben darf. Der Herr Generaldirektor Beck von der BIK und ich werden dem Herrn Direktor auch offiziell noch einmal den Schlüssel überreichen dürfen. Und dieser Schlüssel soll auch ein Symbol sein für das Schloss, das nun auch wieder geöffnet wird, weil diese Schule nun einen neuen Abschnitt ihres Schullebens beschreiten wird. Ich möchte mich an dieser Stelle auch noch einmal bedanken, ja, bei allen Lehrerinnen und Lehrern, bei allen Schülerinnen und Schülern, in einem Umbau zu leben und hier durchaus viel Improvisationstalent zeigen zu müssen, das ist nicht leicht. Ich habe das selber an meiner Universität auch miterleben dürfen. Ich weiß, was es heißt, mit Staub und Lärm und Dreck zu leben. Aber es geht irgendwann vorbei und irgendwann hat man einfach die Freude daran. Und deshalb mein Dank Ihnen allen und meinen Respekt, dass Sie diese Zeit so gut überstanden haben. Ich möchte mich aber auch bei der Stadtgemeinde Villach, sehr geehrte Frau Vizebürgermeisterin, sehr bedanken für die gute Zusammenarbeit, natürlich bei der Bundesimmobiliengesellschaft und auch bei der Bildungsdirektion Kärnten, denn Sie alle haben dieses wunderbare Projekt gemeinsam erst zu dem gemacht, was es geworden ist. Und ich möchte mich abschließend natürlich auch bei Ihnen, sehr geehrter Herr Direktor, bedanken, denn es braucht trotz allem immer einen Motor, der zum einen antreibt, aber auch jemand, der dann wieder ein bisschen für Ruhe sorgt, der ein Auge auf alles hat, der allen zuhört und der immer halt ein bisschen mitdenkt, wo vielleicht noch irgendwo etwas zu tun ist und dann weiß, jetzt muss man mit jemand reden, jetzt muss man vielleicht angreifen oder einfach auch nur mal ein Ohr leihen. Dafür braucht es ganz besondere Menschen und die darf ich auch immer wieder an Österreichs Schulen kennenlernen. Und ich möchte mich auch gerade bei Ihnen sehr für Ihre so wichtige und wertvolle Arbeit bedanken, dass diese Schule jetzt so geworden ist, wie sie dasteht, ist nicht zuletzt Ihr Verdienst. Und ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern eine spannende, interessante und erfüllende Schulzeit. Ich wünsche Ihnen, liebe Schülerinnen und Schüler, viel Erfolg und Tatendrang für Ihr weiteres Leben. Denn es liegt schlussendlich dann an Ihnen, die Welt von morgen zu gestalten. Es liegt an Ihnen, die Zukunft aktiv zu leben, aktiv Zukunft zu planen, zu bauen, aktiv Ihr Leben und unser Leben zu verändern und zu einem Besseren zu führen, als es vielleicht gerade jetzt ist. Dafür ist diese Schule da, dafür sind wir alle anderen da. Alles Gute für Sie. Alles Gute, der HTL Villach.
Herr Bundesminister, da Sie jetzt der abschließende Festredner waren und die Schlüsselübergabe angesprochen haben, wollen wir die als nächstes quasi in den Festakt aufnehmen, oder? Das heißt, jetzt gibt es nochmal eine offizielle Übergabe des Schlüssels, also an alle Medienvertreter und Vertreterinnen, alle, die die Handys zücken, die dürfen wir jetzt bitten, nach vorne zu kommen. Das ist natürlich ein auch ganz wichtiger Schlüsselmoment für die Fotografen sozusagen. Und damit, meine Damen und Herren, und Ihrem Applaus ist jetzt die Übergabe des Schlüssels tatsächlich an die HTL Villach, an den Herrn Direktor geschehen. Herzliche Gratulation. Und es gibt auch noch eine Geschenkübergabe. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Minister, noch einmal sehr herzlichen Dank für Ihre Worte und Ihr Kommen. Es ist wirklich eine große Wertschätzung und wir dachten, wenn schon ein Minister kommt, muss er auch ein Geschenk bekommen. Sie bekommen keine Obstschale aus Holz, sondern ich habe gehört, dass Sie kunstaffin sind und auch hin und wieder selber Hand anlegen. Und ich bin vor 2 Wochen bei der ersten Eröffnung, sozusagen Vorstellung der Erstausgabe des Nötscher Kreises, wenn Sie wissen, das ist eine der wichtigsten Kärntner Kunstschmieden gewesen, von Franz Wiegele. Und da gibt es ein Buch, das heißt Franz Wiegele. Und ich bin hingefahren und habe mit den Herausgebern, mit der Hermine und dem Wiegele und dem Herrn Assmann gesprochen und habe gesagt, ich brauche jetzt unbedingt ein Buch. Wann das immer rauskommt, ist mir wurscht, der Minister kommt. Und dann hat sie gesagt, darf ich ein bisschen frech sein, auch wenn ich was reinschreibe? Ich habe es nicht gelesen, das müssen Sie lesen. Es ist gewidmet für Sie persönlich. Die Hülle ist von der HTL Villach, von der Tischlerei. Dafür ist es sehr gut. Vielen herzlichen Dank. Sehr lieb. Eine große Freude. Danke schön. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das war jetzt zumindest das letzte offizielle Zeremoniell. Damit ist der Schlüssel übergeben worden, das Geschenk ist übergeben worden. Und wir möchten den heutigen Festakt auch ganz feierlich schließen. Herr Direktor, bitte. Danke nochmal allen, die gekommen sind. Herzlichen Dank, Martina Clementin, für deine Moderation. Eine langjährige Freundin, beziehungsweise auch Freundin der HTL Villach. Und sie hat das Herz und man merkt es auch in der Moderation, dass sie eine besondere Beziehung zu unserer Schule hat. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich bin sehr gefreut, dass ich heute dabei sein habe dürfen. Es war mir wirklich eine Ehre, Herr Direktor, auch Ihnen weiterhin und den Schüler und Schülerinnen alles Gute. Aber den Festakt wollen wir jetzt musikalisch noch einmal schließen. Ich darf noch einmal den Männergesang, den Burschengesang, den Hohenturner Burschengesang auf die Bühne bitten. Ihr kriegt auch noch einmal einen ganz herzlichen Applaus. Vielen Dank für eure Zeit und eure Stimmen. Und an dieser Stelle, meine Damen und Herren, möchte ich Sie bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben, denn die heutigen Festfeierlichkeiten und Eröffnungsfeierlichkeiten hier an der HTL Villach möchten wir jetzt offiziell auch schließen, und zwar einmal mit unserer Landeshymne und im Anschluss mit der Bundeshymne. Danach sind Sie natürlich auch noch zum geselligen Ausklang eingeladen und vielleicht möchte sich der eine oder die andere natürlich auch noch einmal den Neu- und Umbau ansehen. Auch da gibt es natürlich die Gelegenheit. Aber jetzt der musikalische Abschluss unserer heutigen Feierlichkeiten. Dort, wo Tirol an Salzburg grenzt, des Glocklers Eisgefilde glänzt, wo aus dem Kranz der es umschließt, der Leiter rein. Lautus entlängst der Berge Rand, beginnt mein teures Heimatland.
lautlos entlängst der Berge Rand, beginnt mein teures Heimatland. Wo Mannes Mut und Frauen treu die Heimat sich erstrebt aufs Neu, wo man mit Blut die Grenze schrieb und frei in Not und Tod verblieb. Hell jubelnd klingt zur Bergeswand, das ist mein herrlich Heimatland. Hell jubelnd klingt zur Bergeswand, das ist mein herrlich Heimatland.